Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craftstack. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, was geht ab, und vielen, vielen Dank fürs fleißige Voten. Wir sind actually mittlerweile Platz 1, deswegen frage ich heute mal nicht nach Votes. Morgen aber wieder. Vielen, vielen Dank. Was geht ab? Ja, wir haben in der letzten Folge, vielen, vielen Dank, ich habe schon Danke gesagt, ne, ich glaube zweimal. Wir haben in der letzten Folge dieses Eisendingsbums gebaut, ja, und dieses Eisendingsbums beschafft uns ganz schön viel Eisen, denn das ist literally alles, was es tun soll. Genau, und heute, wir müssen langsam fertig werden mit den ganzen Pipes, machen wir die nächste, denn die Creeper-Pipe ist, glaube ich, actually einfach. Aber, um die Creeper-Pipe zu machen, möchte ich wenigstens ganz kurz entscheiden, wie wir dieses Creeper-Säulen-Ding hier in irgendeiner Art und Weise noch schön machen. Ich glaube, ich möchte hier komplett ein Rondell drum rumbauen und dann möchte ich hier runtergehen und, ja, weiß nicht, unten, weiß auch nicht so genau. Aber wir brauchen ja auch noch eine Pipe nach oben. Da muss ich auch nochmal gucken, genau wo ich die hinmache. Wir müssen den Loot, der von den Creepern kommt, actually aus den, okay, das ist relativ viel, actually aus den, Hoppern rausbekommen. und hier in irgendeiner Art von Pipe-System einschalten. Da müssen wir noch gucken, wie wir es machen. Ach, guck mal, hier hängt auch noch einer. Das wird aber, glaube ich, gar nicht so schwierig. Das wird, glaube ich, warte mal, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay, wir könnten es actually hier hin machen und die Pipe up front hier mitlaufen lassen. Aber ich glaube, das sähe eher doof aus. Ich glaube, ich möchte eine Pipe hier haben und eine Pipe da und eine davon ist wieder kaputt. Ich glaube, das wird cool aussehen. Haben wir ja genauso mit dem Sugarcane gemacht. Ich glaube, das können wir hier dann genauso machen. Genau. Das heißt, wir legen jetzt los. Wir starten jetzt mit dem Bau dieser Farm. Mir ist gerade actually noch eine super coole Idee gekommen. Für die Eisenfarm. Denn was mir hier auffallen ist, dass die Röhren kann ich ja nicht wirklich kaputt machen. Was ich aber will für meine Optik. Aber ich könnte die höchstens hier unten kaputt machen. Weil ab hier unten werden ja immer Items reingeballert. Aber mir ist gerade eingefallen, ich könnte die ja auch hier in der Mitte kaputt machen. Und die Items gehen einfach hier runter, hier lang und hier hoch. Das wäre übelst der Five-Head-Move. Jedenfalls, um diese kaputte Optik irgendwie noch mit rüberzubringen. Ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir das nochmal irgendwann. Ich weiß es nicht. Wie viele sind denn schon an Blumen da? Mal gucken. Boah, okay. Ja, Leute, jedenfalls kläre ich mal, wie das hier ablaufen wird. Wie das hier optisch aussehen wird. Hier müssen wir noch Zaun dran machen, aber hier müssen wir auch noch einen Weg bauen. Ich orientiere mich da an dem Weg, den wir bereits in Säule 2 gebaut haben, weil ich finde, der passt da einfach sehr gut. Ich werde einfach exakt denselben Weg nehmen, weil, wie gesagt, ich finde, der passt sehr gut. Also 3 breit und gelb außenrum. Ich hoffe, das passt von der Größe her. Weiß ich aber nicht. Von daher, Leute, ich glaube... What the fuck? Okay, Leute, ich glaube, wir machen das Ganze mal diesen Weg und dann sehen wir uns danach wieder. Gut, sag mal, was ist denn da los? Wir haben hier schon ein bisschen gebaut. Wir haben hier jetzt bereits ein Rondell hier oben gebaut. Keine Sorge, die Fackeln beeinträchtigen nicht das Spawnverhalten. Ich kann es euch actually noch kurz zeigen. Ihr seht die X'e, die da um den Teppich sind. Das heißt, da kann was spawnen. Jetzt kann da nichts mehr spawnen. Jetzt wieder schon. Also wir sind da auf der sicheren Seite. Es spawnen auch noch immer Creeper, wenn ich jetzt weiter weggehen würde. Hier unten spawnen auch immer noch Creeper. Ihr seht, da waren jetzt direkt einfach mal... roundabout 4 Stück, die da einfach mal reingefallen sind. Ja, klingt gut. Sieht auch gut aus. Also, das hier ist das Konstrukt für die Säulen. Und ich habe hier mir 2 Stellen markiert. Hallo, Creeper. Ich hab mir hier 2 Stellen markiert. Und zwar einmal diese Stelle und einmal diese Stelle jeweils für eine Säule. Ich werde jetzt gleich hier den Redstone-Output hiervon bauen. Ich glaube, ich lasse die Chests oder vielleicht eine Chest so als Zwischenchest irgendwie hier stehen oder so. Einfach als Buffer. Obwohl, so schnell wird die Farm nicht produzieren. Und lasst die Items dann hier rausspülen und in beide Richtungen gehen. Einmal in die Richtung hier und einmal in die Richtung. Wobei die Richtung hierhin fake ist. Diese Röhre wird kaputt sein und einfach nicht funktionieren. Diese Röhre hingegen wird funktionieren und hier werden dann die ganzen Items hochgeschickt. Kommen dann quasi hier oben an und... Oha! Oh, ihr Lytragott. Kommen dann hier oben an, gehen hier lang und dann hier entlang. Einfach nochmal, zack, kleinen Knick machend und dann raus. Also eigentlich ziemlich simpel, aber meine Damen und Herren, ich glaube, jetzt können wir tatsächlich dann mal wieder die Third-Person-Types anschmeißen und auf jeden Fall die Säule einfach mal hochziehen. Ich hoffe, wir haben hier noch Blackstone.
Wenn nicht, dann werdet ihr in der Timelapse auch ein bisschen Blackstone-Farming sehen. Hey, das wird spaßig. Auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Third-Person-Timelapse. Nice, ich hoffe, euch hat diese Timelapse gefallen. Wir haben beide Röhren gebaut. Nur eine davon angeschlossen, weil die andere offensichtlich Fake-Röhre ist. Ich habe hier markiert, wo ich die Röhre kaputt machen will. Einmal hier unten. Und ich lasse die aber von oben auch noch so runterkommen. Und vielleicht hier lasse ich die auch noch ein bisschen kaputt machen oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass ich auch da drüben den Fehler auch noch korrigieren werde. Hier habe ich nämlich nur eine Röhre. Und die andere Röhre, die endet hier abrupt. Also die habe ich nicht einmal komplett gebaut. Drüben habe ich es jetzt anders gemacht. Da habe ich einmal eine komplette Röhre gebaut. Und das Ganze dann auch entsprechend, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Genau, das Ganze entsprechend mache ich dann einfach kaputt. So, wir haben hier alles fertig. Und jetzt wollte ich mit euch zusammen einfach mal das Redstone machen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich super, super einfach. Ich weiß schon genau, wie ich es machen muss. Wir brauchen dafür einfach nur ein paar simple Komponenten. Wir brauchen keinen Dispenser, wir brauchen einen Dropper. Und zwar eigentlich actually nur einen einzigen Dropper. Wir brauchen einen einzigen Redstone-Schwurbler. Wir brauchen einen einzigen Red Peter. Versteht, weil ist okay. Wir brauchen ein bisschen Redstone-Dust und das war's schon. Also mehr brauchen wir actually wirklich nicht. Genau, also wir können jetzt quasi schon runtergehen und alles bauen. Wir brauchen noch ein bisschen Eis. Wir brauchen noch einen Wassereimer, brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben. Oh, falsche Richtung. Ich glaube, wir haben dann actually schon alles. Muss ich mal gucken. Aber grundsätzlich, vom Prinzip her. Ne, wir brauchen Hopper. Haben wir hier vielleicht noch ein paar Hopper drin? Ich glaube, ich hatte hier noch eine Kiste. Ne, ich glaube, die Hopper habe ich gerade weggetan. Das ist natürlich belastend. Oh, geil. Erstmal durchs. Hä? Wo bin ich denn da festgehangen? Ein paar Hopper brauchen wir dann noch. Okay, 26 reicht. Locker flockig aus. Gar kein Problem. Aber was wir machen wollen, ist, wir wollen ja die Items vom. Von Items. Items for Sacred. Nein, wir wollen die Items der Creeper Farm rüber transportieren. Haben wir noch normales Eis? Ja. Hin zu dieser Farm. Und das erste, was wir machen wollen. Upala, mir ist gerade aufgefallen beim Fallen. Ich habe ja gar keine Elytra. Nicht aktiviert jedenfalls. Wir müssen mindestens 3 tief gehen. Warum müssen wir 3 tief gehen? Logisch, hier unten ist dann die untere Etage. Darüber ist dann nichts. Da gehen die Items lang und hier kommt das Glas. Ja, ganz klar. Das Ganze muss sich hier irgendwo treffen und das muss ja auch so aussehen, als geht es auch hier 3 tief entlang. So. Also so tief. Wir müssen nicht noch tiefer gehen, außer hier. Hier müssen wir schon ein bisschen tiefer gehen. Und zwar müssen die Items von hier unten irgendwie hier hochkommen und dann hier rangepackt kommen. Hier den Teil würde ich gerne verdecken. Ja, irgendwie so. Dass die Items tatsächlich nur hier lang gehen. Und so und so und so. So, dann haben wir hier quasi schon die Ablenkung gemacht, dass die Items nur dahin gehen. Wir müssen noch Licht hier hinpacken. Ich glaube, hier und hier, so Doppellichtquelle vielleicht. Irgendwie sieht das alles da nicht ganz nice aus, egal wie ich das Licht platzieren würde, glaube ich. Aber so sieht es vielleicht am wenigsten doof aus. Machen wir es mal so. Mal das ganze Eisen hier noch weg. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was mit denen ist. Ich lasse das jetzt erstmal so. Und dann können wir hier entsprechend die Dinger hinmachen. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollten eigentlich das Redstone machen. Und das machen wir jetzt auch. Also wir müssen erstmal dann noch ein Item aufbauen, der quasi hier hoch geht. Aber das ist auch gar kein Problem. Hier ist der Output. Das heißt, der Itemaufzug kann theoretisch einfach hier rauskommen. Und ich glaube, ich mache das hier auch noch zum schönen Raum. Weiß noch nicht. Ich glaube, den Raum mache ich hier semi-schön. Einfach, dass hier ein Raum da ist. Und jetzt könnte ich actually ziemlich gut weitere kleine Kisten gebrauchen, weil ich glaube, hier ist halt alles voll. Und wenn ich jetzt hier irgendwas kaputt mache, dann segelt mir alles raus. Okay, wie mache ich es denn jetzt am blödesten? Ich glaube, es wäre nicht doof, wenn ich hier ein bisschen erstmal von dem Gunpowder wegbringe. Und wenn ich dann hier noch so ein paar kleine Vorbereitungen treffe, dann machen wir das Redstone zusammen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, das wäre ein bisschen nicht so dumm.
Ich glaube, das wäre actually smart. Okay, wir haben das jetzt so weit gemacht. Hier ist eigentlich schon alles angesagt. Wir könnten hier auch alles schon anschließen. Ich würde mir gerne irgendwie so einen kleinen Zugang hier zu bauen, in den ich immer rein... Oh, oh. Das war knapp. Das war ein Creeper. So. Oh Mann. Kann ich hier hoch? Warum liegt der Erfahrungsbowl? Ich starte lieber hier oben. Doch, das sieht alles safe aus jetzt. Ich glaube, ich habe eben die beiden Dinger weggemacht und ich habe sie auch direkt wieder hingesetzt. Ich glaube, hier ist nichts kaputt gegangen. Ich glaube, hier läuft noch alles. Ja, hier sollte alles passen. Upsi, upsi. Das war ein bisschen knapp. Ich hätte gerne vielleicht hier irgendwie so einen kleinen, so ein kleines Geheimnis, wo man hier irgendwie so runtergehen kann. Irgendwie man drückt einen Knopf und dann fährt hier so ein Pisten aus oder sowas in der Richtung. Und dann kann man hier so eine Treppe runtergehen. Vielleicht machen wir das hinten. Ja, so eine Hintertür. Wie ein Hintertürchen irgendwie. Hey, Digga, ich wollte... Ich habe keinen Stein im Inventar. So dass man vielleicht von hier hinten einen Zugang hat. Irgendwie, dass man hier hinten hingeht, auf den Knopf drückt, hier sich irgendeinen Pisten auszieht. Und oh, ich weiß nicht, wie tief ich gehen muss. Ah, gut, ich muss wirklich nicht tiefer gehen. Okay. Ja, aktuell sind wir hier unten und wir haben hier schon alles aufgebaut. Also wir haben hier bereits einen Dropper, der vollgeladen ist mit Bone Meal. Mit Bone Meal vor allen Dingen. Das kann ich hier noch wegmachen. Wir haben hier noch eine Kiste, die müssen wir noch leeren. Aber ich dachte mir beim Bauen, ich baue jetzt das Redstone hier nicht zu Ende. Also das Redstone ist actually jetzt gleich schon fertig. Ich glaube, ich muss den nur auf irgendwie Subtract stellen oder sonst was in der Richtung. Irgendwie muss ich den einstellen. Dass der entsprechend... Ich glaube, nur so. Irgendwie so muss ich den einstellen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich gucke mir das später an. Vielleicht mache ich das auch mit einem anderen System, aber ich glaube, das funktioniert jetzt gerade nicht, weil der voll ist. Sollte sich eigentlich ändern, wenn ich den auf Subtraktionsmodus stelle. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall... ach, vielleicht muss ich da noch ein stärkeres Signal reingeben. Das kann actually sein. Also, dass ich hier noch... Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall werden die Sachen dann hier hingespült und gehen dann theoretisch und praktisch hier hoch. Also die ganzen Items würden dann hier hochgehen. Ich baue mich mal ganz kurz mit Eis hier hoch, weil im Prinzip muss ich mich auch mit Eis hier hoch. Und dann kann ich das hier wieder abreißen. So nämlich. Zack. Und dann können die ganzen Items schon hier lang. Und wenn jetzt, wenn ich jetzt hier rauskomme. Ah, wait. Aha. So, wenn ich jetzt hier rauskomme, hallo, kann ich diesen Block bitte entfernen? Dankeschön. dann werde ich hier später noch Glas drauf bauen, dann geht das hier lang und perfekt hier lang, sehr gut. Und dann schallert das hier komplett mit hoch. Und ich dachte mir, ich baue jetzt erstmal hier das alles zu Ende, weil in diesem Fall ist der Weg hier wirklich nicht lang. Also wir haben hier keinen großen Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen nur einmal straight up da lang, da lang, da lang. Und ich kann es jetzt bauen. Ich kann jetzt einfach den hier machen. Zack, 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 zack. Und ich bin schon halb fertig. Wisst ihr, was ich meine? Also der Weg hier ist echt nicht lang. Ich bin quasi jetzt schon fertig. So, das war's. So, ich muss natürlich noch optisch schön machen und funktional und so ein Bums. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Nämlich den Weg hier zu bauen, das ist echt keine große Sache. So, das mache ich jetzt nämlich. Schließ das oben an. Und dann können wir gleich nämlich schon testen, wie die ganzen Items flowen, indem wir unten gleich, wenn wir den Weg gebaut haben, einfach mal alles anschalten. Und wir sehen dann so zuck, 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 wie einfach hunderte Items hier lang fließen. Da habe ich so Bock drauf. Ich möchte hier auf der genau gegenüberliegenden Seite... Oh Mist, jetzt weiß ich gar nicht, wo es genau war. Hier. Ich muss den Boden, den Block auf dem Boden hier ein bisschen im Auge behalten. Und dann mache ich den hier, weil hier möchte ich so eine Klappe haben, dass ich hier unten drunter durchgehen kann. Ne? Einfach nur... für mich. Genau. Also, ich werde das hier weiterbauen, werde das hier kurz zu Ende bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Hierfür lohnt sich jetzt nicht wirklich ein First-Person-Timelapse, auch keine Third-Person-Timelapse, ups. Und dann beeilen wir uns mal, dann bauen wir hier alles zu Ende und dann machen wir zusammen unten das Redstone an und können sehen, wie das ganze Gunport hier hochfließt. Und dann haben wir nur noch eine einzige Farm, die wir anschließen müssen. Zugeben, das wird die heftigste Farm, aber das wird, glaube ich, auch sehr viel Spaß machen. Ich hab Bock. Let's go. Und wenn wir damit fertig sind, haben wir alle Farmen oben und wieder einen Riesenmeilenstein in dieser Base geschafft. Von daher, ich baue das jetzt mal ganz kurz zu Ende.
Und ich war wieder in der Testwelt unterwegs. Das werden wir in der nächsten Folge einbauen. Nicht mehr heute, weil ich jetzt schon lange dran gesessen habe, mir das alles halt selber auszudenken. Kein Tutorial, ich habe mir alles selber ausgedacht. Nur so wird man besser in Redstone, ja, ja. Das ist ein kleiner Geheimgang, den ich noch einbauen will. Ich zeige euch später, wo. Zeige ich euch noch in der Welt. Und wenn ich dann hier drauf stehe, kann ich auf einen geheimen Knopf drücken. Und falle runter und kann dann lang gehen. Tritra, trulala. Und wenn ich fertig bin, kann ich hier wieder lang gehen und hier hoch. Also das Prinzip mit diesen Pistenlaunchern gibt es halt schon super lange. Das kennt man, das habe ich jetzt nicht erfunden. Das gab es schon vorher, ne? Muss ich direkt sagen. Aber die ganze Redstone-Schaltung habe ich aus meinem Kopf gebaut. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Von daher, ich wollte zuerst hier irgendwie sowas bauen, das habe ich ja nicht geschafft. Dann habe ich halt so einen Pistenlauncher gebaut. Und ich finde es actually, ist mir ziemlich gut gelungen. Also von den Timings her... Geil. Also es geht bestimmt kleiner. Ich habe es jetzt relativ umständlich gebaut. Es geht auf jeden Fall kleiner. Aber ist doch eigentlich sehr simpel. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Dann. Also immer diese Meldungen gehen mir auch auf den Keks. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist... Also hier kommt es hin. Und hier wird man dann runter und hochfahren können. Und hier haben wir jetzt alles fertig. Und wir haben theoretisch alles ready. Wir sollen gleich nochmal was überprüfen. Und ich glaube, das mache ich zuerst. Weil wenn das kaputt wäre, wäre schon ganz schön doof. Und zwar wurde mir noch gesagt, hey, überprüf hier draußen nochmal, ob du hier alles richtig gemacht hast. Und das schaue ich mir nochmal ganz kurz an. Aber ich glaube tatsächlich, ja, ich glaube, wir machen einfach mal, wir sind selber mal das Item. Kann man, ich glaube, wenn man schnell genug schwimmt, geht das. Also ich bin jetzt selber mal das Item, komme hier hoch und komme da hoch. Und komme jetzt auch hier rein. Nee, also hier passt alles, hier stimmt alles, hier ist alles richtig. Hier kommt alles hier unten an. Sind schon ein paar Sachen angekommen. Also ja, ist auf jeden Fall, funktioniert alles sehr, sehr gut. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Alles ist da und funktioniert so, wie es soll. Sehr nice. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück und wir können zusammen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Ja, zack. Erstmal nach unten gedonnert beim Schlafen. Kein Problem. Aber jetzt können wir mal ganz kurz eben noch ein paar Sachen hier einräumen, die wir gerade nicht mehr brauchen. Das Inventar ein bisschen leerer ist. Und bei meinem Glück habe ich jetzt genau das weggetan, was ich jetzt am dringendsten brauche jetzt gleich. Aber gut, wir sind hier noch nicht fertig mit diesem Creeper-Raum. Hier noch ein Geheimgang unten rein. Das wäre ziemlich fresh. Das hier übrigens kann man super einfach fixen, indem wir das machen. Und jetzt läuft das die ganze Zeit. Und jetzt dauert das zwar ein bisschen. Er ist jetzt nicht super schnell, aber es reicht auf jeden Fall, um unser ganzes Creeper-Geschehen hier wegzubekommen. Wir könnten das so gerade nochmal verschnellern. Aber, okay, ist sogar zu schnell. Es ist zu schnell für unsere Machenschaften hier. Oh Gott. Okay, ja, das ist dann actually zu wild. Aber so können wir es machen. Und so wird immer mal wieder ein Gunpowder rausgeschossen. Und zwar bis das Ganze leer ist. Und so schnell kommt das Gunpowder nicht nach, wie wir das da rausschießen, hoffe ich. Vor allen Dingen, wenn wir mal eine Weile oben AFK sind, dann spawnt in der Creeper Farm jetzt nicht ganz so viel. Aber wir können jetzt sehen, hier fließt einfach in sehr regelmäßigen Abständen die ganze Zeit jetzt Gunpowder durch. Es ist irgendwie immer so übel satisfying zuzusehen, wie das ganze Zeug hier durchfließt und wie das ganze Zeug dann auch hier oben ankommt. Ne? Also ich meine, die Kisten sind alle schon voll. und jetzt kommt hier auch noch ganz regelmäßig Gunpowder an, ab und zu mal ein Eisen an. Das ist einfach so satisfying zu sehen, wie aus den Röhren an einem gesammelten Ort alle Items irgendwie von den Farmen ankommen. Es ist so übelst satisfying. Also ich finde es actually super, super cool. Ja, sehr nice. Da kommt das ganze Gunpowder an. Wir können es uns demnächst hier abholen. Müssen es nicht mehr unten machen. Hier ist schon recht viel Eisen angekommen für die Zeit. Also jetzt schon über 9 Stacks am Start. Alle gefiltert. Die sind alle voll bis zum geht nicht mehr. Und dann fehlt uns nur noch eine einzige Itemröhre, die schwierig wird. Das wird die schwierigste Itemröhre von allen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber das kriegen wir schnell hin. Ja, weil diese Itemröhre, die wird hier unten lang geführt. Die wird hier durchlaufen und geht hier dann in den Boden rein. Dafür müssen wir den Ozean ein bisschen umbauen. Also, ja, Ozean, Schmozean, sage ich immer. Das kriegen wir schon hin. Und dann haben wir alle Itemröhren da und dann können wir hier oben anfangen mit der Plattform. Da müssen wir kaum unten arbeiten, jedenfalls nicht für die Funktionalität. Dann werden wir so eine Balance haben zwischen, ja, zwischen einfach technischen Sachen und optischen Sachen. Das heißt, wir werden dann hier noch die Zentrifuge bauen. Das wird noch ein bisschen dauern. Die ganzen Gebäude, die hier hinkommen, das werden wir alles mal planen und so. Also bald wird es richtig, richtig interessant hier in Craft Attack. Wir haben sehr viel zu tun. Das hier wird eine einfach technische Megabase, die ein einziger großer Computer ist, könnte man schon fast quasi sagen. So wird auf jeden Fall, wie man heutzutage sagt, ganz wild.
Merch ist übrigens im Shop. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Craft Tech. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.